Von allen Welten, die ihr euch vorstellen könnt, ist die, von der ich euch jetzt erzählen werde, wohl die seltsamste. Aspusien liegt inmitten des unendlichen Erdreiches. Ein großes, rundes Loch, bewohnt von den gestreiften Asposern, beatmet von nur 4 Windbrunnen. Seit jeher wurden diese Quellen von den Windmönchen bewacht. Sie waren eins mit dem Wind. Und manchmal auch mit dem Glücksspiel oder dem Wurzelbier. Wie bei jedem anderen Volk erzählte man sich Geschichten über den Ursprung des Windes. Die Geschichte von gigantischen Windgöttern, die Asposien beatmeten, schien den meisten einzuleuchten. Man nannte sie die Basilen. Trotzdem waren alle sehr überrascht, als die Viecher dann plötzlich aus dem Brunnen kamen und anfingen, Asposer zu versteinern. Der Windmönch Conroy übernahm die Herrschaft. 15 lange Jahre beschützte er die Asposer vor den Windgöttern. Er predigte Entsagung und Gehorsam, um die Götter milde zu stimmen. Es waren dunkle Zeiten. Nun sollte man aber wissen, dass das absolute Humbug war. Es gab keine Götter. Conroy hatte die Viecher selbst gebaut, um das Volk mit Angst und Terror zu beherrschen. Bis ihm schließlich vor 3 Jahren von einem jungen Helden ein Ende gesetzt wurde. Und die wahre Geschichte hinter dem Ursprung des Windes? Die heilige Dynastie der Flötennasen beatmet Asposien seit Anbeginn der Zeit. Sie leben versteckt im Wald und spielen das Lied des Windes. Ein Geheimnis, das lange Zeit gut behütet blieb. Seht ihn euch an! Schaut in seine linkischen Augen! Seht ihr, was ich sehe, meine Brüder und Schwestern? Einen Verräter, einen Mörder, einen abscheulichen Witz der Natur! Er und seinesgleichen waren es, die mit ihren Nasen die Basilen beschworen haben, die ihre versteinernden Blicke auf unschuldige Asposer gelenkt haben! Sie haben unseren Abt Conroy ermordet! Feige ermordet! Heil Conroy! Jahrelang hat er uns vor den Basilen geschützt, wie ein Vater, seine Hände über uns gehalten. Er hat die Basilen besänftigt, die sie auf uns losgelassen haben! Mein Name ist Serophius Cedur Cantate, 2. Unterflötist. Meine ewige Aufgabe ist es, das Windlied zu spielen und das Leben in Asposien zu erhalten. Durch unsere Dynastie atmen die Brunnen. Wir sind ein Werkzeug des Windes. Was hat die Flötennase gesagt? Lauter! Nein, bitte! Ihr werdet alle ersticken, wenn wir unser Lied nicht spielen können. Seid ihr alle vollkommen bescheuert? Conroy war böse. Conroy war unser Retter. Er ist für uns im Kampf gegen diese Unwürdigen gestorben. Aber wir werden ihn zurückholen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und das Erste, das unser Abt Conroy sehen wird, wenn wir ihn endlich entsteinert haben, wird sein, wie alle Flötennasen, alle in den Windbrunnen geworfen werden! Ihr bringt euch alle um. Kapiert ihr nicht, dass Conroy die Basilen selbst gebaut hat? Unser König wird kommen! Er wird den Einklang bringen! So will es die Prophezeiung! Habt ihr es alle gesehen? Er wollte schon wieder einen Basilen beschwören. Buh! So wahr ich hier stehe, meine Brüder und Schwestern, als Conroys Vertreter. Wir werden auch die letzte Flötennase finden und wir werden ihnen ein Ende setzen. Und dieser König soll nur kommen. Ihn werden wir als Ersten in den Brunnen stoßen!